Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Dina Boluarte, Präsidentin von Peru und der Fall der Rolex. Chronologie des Rolex-Falls, der den Rücktritt von Dina Boluarte aus der peruanischen Präsidentschaft bestimmen könnte. Die Präsidentin hat seit Dienstag, dem 26. März, weder gesprochen noch ist sie bei offiziellen Veranstaltungen erschienen, und heute Morgen hat die Staatsanwaltschaft ihr Haus durchsucht, was eine neue Entwicklung im Rolex-Fall darstellt. Präsidentin Dina Boluarte steht kurz vor der Vakanz. Aber es lag nicht an den 50 Toten bei den Protesten gegen seine Regierungsübernahme, sondern an dem berüchtigten Rolex-Fall, der nun eine neue Entwicklung erfährt, nachdem die Staatsanwaltschaft sein Haus auf der Suche nach diesen Luxusartikeln durchsucht hat. Aber wie begann dieser Fall und welche Implikationen stecken hinter diesen Luxusuhren des Präsidenten? Sehen Sie sich hier die Chronologie des Falles bis zu den jüngsten Ereignissen bis Samstag, den 30. März, an. Zu einer journalistischen Untersuchung, mit der alles begann. Die Kontroverse brach am 14. März nach einem von Ernesto Cabral erstellten Bericht von La Encarona aus, in dem Tausende von Fotos von Boluarte als Minister und seit dem 7. Dezember 2022 als Staatsoberhaupt analysiert wurden, was den Besitz von Boluarte enthüllte: eine große Sammlung von Uhren, einige davon Luxusuhren, die nicht vor der nationalen Wahljury, JNE, deklariert wurden. Es wird erwähnt, dass mehrere der von ihm verwendeten Rolex-Uhren aufgrund spezifischer Merkmale als kürzlich hergestellt identifiziert wurden. Ebenso enthüllte der Journalist Alonso Ramos seinerseits, dass der Regionalgouverneur von Ayacucho, Guilfrey Oscorima, das Präsidentenbüro am Donnerstag, dem 14. März, besuchte, dem Tag, an dem der Rolex-Skandal des Präsidenten aufgedeckt wurde. Oscorima wurde in der Vergangenheit beschuldigt, zwei Richtern des obersten Gerichtshofs von Huamanga hochwertige Uhren geschenkt zu haben, angeblich im Austausch für Vorteile. Im Jahr 2014 leitete der Kongress eine Untersuchung im Zusammenhang mit möglichen Verbindungen zum Drogenhandel ein. Im folgenden Jahr wurde er wegen Korruption verurteilt. Nachdem er 9 Monate lang auf der Flucht war, wurde er gefangen genommen und eingesperrt. Im Mai 2017 wurde Oscorima veröffentlicht. Die Staatsanwaltschaft beginnt mit dem Verfahren. Am Montag, den 18. März, leitete das Staatsministerium Ermittlungen gegen Boluarte ein, da der Verdacht besteht, den Besitz von Luxus-Rolex-Uhren nicht angezeigt zu haben und sich ungerechtfertigt bereichert zu haben. Die Staatsanwaltschaft ist über ihre Abteilung für unerlaubte Bereicherung und Verfassungsbeschwerden für diese Ermittlungen zuständig. Eine der Anmerkungen dieses Unternehmens ist, dass die Präsidentin diese Vermögenswerte nicht in ihrer Vermögenserklärung vor dem JNE registriert hat. Boluartes Antwort: Am vergangenen Freitag, dem 22. März, zeigte sie nach einer Woche voller Fragen, die sogar internationale Medien erreichten, ihre Bereitschaft, vor der Staatsanwaltschaft zu erscheinen, um die gegen sie erhobenen Vorwürfe zu klären, und bestritt Unregelmäßigkeiten in ihrem Vermögen. Nachdem ich vom Staatsministerium benachrichtigt wurde, habe ich meine Anwälte mit dem Fall beauftragt. Ich werde diesen Prozess mit der Wahrheit konfrontieren, sowohl vor den Behörden als auch vor dem ganzen Land, versicherte der Präsident der Presse. Zuvor hatte er erklärt, dass die fraglichen Vermögenswerte, darunter eine Rolex im Wert von etwa 14.000 US-Dollar, alt und das Ergebnis seiner Arbeit seien. Von Seiten der Exekutive gab es eine klare Verteidigung von Boluarte. Der Präsident des Ministerrats, Gustavo Adriansen, erklärte am Sonntag, dass der Präsident kein finanzielles Ungleichgewicht darstelle, und interpretierte die Situation als politische Ablenkung, die der nationalen Stabilität schade. Die Schritte des Kongresses. Seit dem 20. März begann die Partei Peru Libre, die Boluarte zusammen mit Pedro Castillo als Vizepräsidentin anführte und in der derzeitige Präsident seit ihrer Gründung aktiv ist, Unterschriften für den Antrag auf freie Stelle zu sammeln. Fuerza Popular,
Die Partei mit der größten Vertretung im geteilten Kongress brachte ihrerseits in einer Erklärung ihre Besorgnis über die Skandale rund um die Regierung zum Ausdruck und forderte die notwendigen Aufklärungen über die Herkunft der betreffenden Uhren. Der Überfall auf sein Haus. Seit Dienstag, dem 26. März, hat Boluarte weder gesprochen noch ist er in den Medien erschienen. So trafen gegen 23 Uhr Teams des Staatsministeriums und von DIVIAC ein. Am Freitag, 29. März, zum Haus von Boluarte, um das Haus des Präsidenten nach dem Rolex-Fall zu durchsuchen. Anschließend hielt das Präsidium des Ministerrates, PCM, in den frühen Morgenstunden des 30. März eine Dringlichkeitssitzung ab, nachdem es von der Nachricht erfahren hatte. Anschließend äußerte sich Premierminister Gustavo Adrianzen in den Medien, die Möglichkeiten wurden jederzeit zur Verfügung gestellt, er ist erschienen, sein Anwalt wurde akkreditiert und in voller Ausübung seines Rechts auf Verteidigung hat er eine Verschiebung des Termins beantragt. Warum? Dämonisieren Sie das? Was ist daran falsch? Was ist daran illegal? Nichts, erklärte er. Danach wies Carlos Anderson, Kongressabgeordneter von Podemos Peru, auf seinem Twitter-Account darauf hin, dass wenn Frau Boluarte kommt nicht, um Erklärungen abzugeben und die von der Staatsanwaltschaft geforderten Uhren und anderen Schmuckstücke zu liefern, deshalb wäre es für sie besser, einfach zurückzutreten, bevor der Kongress sie wegen dauerhafter moralischer Unfähigkeit räumt. Jorge Montoya von Renova Cion Popular wiederum bezeichnete die Razzia als politisches Theater. Das anstößige Eindringen des Staatsministeriums und von DIVIAC in die Residenz der Präsidentin im Rolex-Fall hatte vermieden werden können, wenn sie sich für Transparenz entschieden hätte. Diese übertriebene Maßnahme, die vor einer bedeutsamen Abstimmung wie der Vertrauensabstimmung durchgeführt wird, zeigt den Machtmissbrauch der Staatsanwaltschaft und die Undurchsichtigkeit ihrer Regierung. Es ist von entscheidender Bedeutung, Verantwortung und Ethik bei der Verwaltung öffentlicher Angelegenheiten einzufordern. Sein Amtskollege Alejandro Monante schrieb jedoch auf Twitter, ich appelliere an die demokratischen Kräfte des Landes, den Maßstab nicht zu ändern. Wenn wir gegenüber Castillo und seinen zahlreichen Korruptionsvorwürfen unerbittlich wären, dann sollten wir es auch jetzt sein. Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar und abonnieren Sie uns, um weiter zu wachsen und uns in unseren sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok zu folgen. Peru News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.